Guten Abend, liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei timetodo.ch. Der zweite Teil unserer Wassertriologie. Beim letzten Gespräch mit Dr. Manfred Döb und Thomas Rachor. Thomas Rachor, der Mann, der viel weiß über Wasser und sich lange Jahre mit der ganzen Thematik auseinandergesetzt hat, kann uns aus diesen Erfahrungen ganz verblüffende Ergebnisse mitteilen und wir zeigen es so, dass Sie es selbst sehen. Sie erinnern sich, als wir die letzte Sendung beendet haben, ging es darum, dass wir festgestellt haben, dass durch Leitungswasser und durch Mineralwässer, die wir ganz normal in Flaschen kaufen, eine Auswahl steht da, kommen wir gleich dazu, wir uns nach der Aussage von Dr. Manfred Döb einen Haufen anorganischer Mineralien und diese ganzen Schwebestoffe und diese ganzen Salze, die da drin sind, in den Körper holen. Was hat es denn überhaupt für Konsequenzen, wenn ich mir die in den Körper hole? Was weiß denn da die Wissenschaft heute? In erster Linie, dass sie da nichts verloren haben. Nicht in dieser Form. Dass sie da nichts verloren haben in dieser Form, dass sie sich einlagern, hatte Dr. Döb gesagt im letzten Gespräch. Und wie ist das denn? Okay, im Bindegewebe so ein paar Stoffe drin, das kann doch nicht so schlimm sein. Das sage ich jetzt einfach mal so. Ja doch, die Matrix ist das größte Organ des Körpers. Und sie hat die Aufgabe der Versorgung der Zellen und der Entsorgung. Das heißt, die Zellen können gar nicht normal arbeiten, wenn beides nicht richtig funktioniert. Und dazu bedarf es in der Matrix eines Gleichgewichts von wie wir sagen, Gel und Sol. Gel ist, wie wir es kennen, etwas dichter. Sol ist relativ flüssig. Und wenn das Gleichgewicht von Gel und Sol gewährleistet ist, dann kann die Matrix gut funktionieren. Zu viel Sol wäre, wenn wir 4 Liter destilliertes Wasser trinken würden, nicht gesund. Zu viel Gel, zu viel normales, übliches Mineralwasser ist genauso wenig gesund. Das heißt, dass die Matrix ist ein ganz sensibles Organ, und sie benötigt auch einen stabilen pH-Wert von etwa 7,35. Genau wie im Blut. Mhm. Und je saurer die Matrix ist, umso mehr sogenannte Mineralien fallen aus und verschlacken sie. Dasselbe gilt für den Knochen. Wir meinen, wenn wir kalziumhaltiges Mineralwasser trinken, das ginge in die Knochen. Pustekuchen, das geht überhaupt nicht in die Knochen. Das fällt aus, sobald die Matrix sauer ist. Und die meisten Menschen von uns haben eine saure Matrix. Das heißt, die Entsäuerung der Matrix ist eine lebenslange Daueraufgabe, die wir haben. Und sobald ich eine saure Matrix habe, dann wird sie dicht und zäh und kann ihre Aufgabe nicht mehr erfüllen. Und die sogenannten Mineralien gehen dann beileibe nicht in den Knochen. Die bleiben in der Matrix. Also diese ganze Meer von diesen Mineralien, die ich da brauche, du hast eben das Thema Calcium angesprochen. Wenn wir heute die Werbung uns so quer hören, kommt immer wieder die Aussage, viel kalziumhaltige Wässer trinken, das für die Knochen und so weiter. Ich könnte das weiterspinnen, für die Zähne ist es auch gut und Fluor ist auch für die Zähne gut und so weiter. Das sind alles diese Werbeaussagen, die sich in unsere Köpfe gefressen haben. Wir haben im Vorgespräch kurz uns unterhalten, was ist Kalzium eigentlich? Kalzium ist eigentlich überhaupt kein Mineral. Okay. Kalzium ist erstmal ein Metall. In der Periodentabelle als Ca zu finden und ist erstmal ein Erdalkalimetall. Mhm. Und wird in Verbindung mit Kohlenstoff und Sauerstoff eben zu Calciumsulfat. Und das ist das, was wir im Wasser haben. Wir trinken kein Calcium, wir trinken Calciumsulfat. Aha, also und ist das gar nicht das Vergleichbare, was in die Knochen gehen soll. Deswegen ist jetzt die Lüge, die Werbelüge eigentlich die, dass auf jeder Mineralwasserflasche der Calciumgehalt draufsteht. Nur es ist nicht Calcium, was da draufsteht. Mhm. Es ist Calciumsulfat, richtig heißen müsste es Calciumsulfat. Und jetzt müssten rein theoretisch hier 2 weitere Kollegen oder Menschen sitzen, die sich mit dem Thema Wasser. Es gibt hier einen Mediziner, der sich tief in den Bereich Ernährung
hinein gedacht, gearbeitet und gemacht hat. Mhm. Und es gibt meine Wenigkeit, die sich halt jetzt mit dieser, es müsste aber normalerweise richtigerweise noch ein Biophysiker da sein und ein Chemiker. Mhm. Nämlich diese drei Personen, diese vier Personen zusammen, der Mediziner, der Biophysiker, der Chemiker und der eigentliche Wassertechniker, der dann die Sachen umsetzt, also dann sage ich jetzt mal, wäre theoretisch jetzt ich, die müssten zusammen die Funktionalität erstmal richtig definieren. Denn es kommt jetzt zum Beispiel, es ist eine ganz einfache Erklärung, wir trinken Calciumsulfat und glauben, wir trinken Calcium. Der Körper kann aber von diesem Calciumsulfat, er muss es mühsam aufbrechen im Prozess, kann nur maximal ungefähr 5% im Schnitt davon überhaupt verwerten. Andersrum, wie sieht es aus, wenn ich Nahrung zu mir nehme, wo sogenanntes organisches Calcium drin ist? Ja, wie wir schon gesagt haben, das Ideale ist Gemüse, sind auch Früchte. Alles, was die Natur im Laufe der Entwicklung, dem Reifeprozess im Laufe des Jahres hervorgebracht hat. Also aus organischen Stoffen, aus organischen landwirtschaftlichen Produkten heraus kann ich diese Mineralien sehr gut verwerten. Außer Milch. Die meisten Gynäkologen empfehlen ihren Patientinnen, damit sie keine Osteoporose kriegen, trinken sie viel Milch. Mhm. Das ist in jeder Beziehung falsch und schlecht. Zum einen können wir Milch praktisch nicht verarbeiten in unserer Verdauung. Wir haben kein Lab wie das Kalb. Wir vertragen oft die Laktose, den Milchzucker nicht, weil wir zu wenig oder gar keine Laktase haben. Und wir sind eventuell immer häufiger allergisch auf das Milcheiweiß Casein. Und der positive Ausspruch, das Calcium aus der Milch geht in die Knochen, ist Nonsens. Das wurde inzwischen auch in einer großen, über Jahrzehnte laufenden Studie nachgewiesen. Frauen, die wenig Milch trinken, haben einen besseren Knochenaufbau als Frauen, die viel Milch trinken. Mhm. Milch schadet dem Knochen. Das Calcium aus der Milch geht nicht in die Knochen. Es geht, wenn überhaupt, am ehesten noch in die Blutgefäße hinein und macht Plaques. Das kann dabei herauskommen. Kontraproduktiv. Das heißt, wir Menschen sind einfach keine Kälber. Tut mir leid, das so zu sagen. Gell? Das Kalb kann die Milch gebrauchen, aber auch nur in seinen ersten Lebensmonaten. Also wenn man eigentlich genau hier hinschaut, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, dazu ist die Milch der Kuh ja eigentlich da. Eben. Wenn wir das mal klar definieren, die Kuh hat eigentlich nur dann Milch in ihrem normalen Leben, wenn sie ein Kalb hat. Ja. Und wenn sie kein Kalb hat, produziert sie fast so gut wie keine Milch. Richtig. Außer wir züchten so lange rum, dass er irgendwann 10 Liter Milch jeden Tag produziert. Ja, oder mehr sogar. Oder mehr, ja, genau. Es gibt 50. diese, wie gesagt, nur noch aus Euter bestehen. Die Turbo-Kühe. Die Turbo-Kühe, genau. Also da, und dann habe ich auch vor kurzem erfahren, dass mittlerweile ein Warnhinweis sogar auf der offiziellen Seite des deutschen Gesundheitsministeriums drauf ist, zum Thema Milch, wo genau das beschrieben wird. Da gab es einen Prozess und dann mussten die das auf die Seite anbringen. Also heißt für die Zuschauer, sehr sorgsam umgehen mit dem Thema Milch und das, was ihnen als Milch verkauft wird. Denn eine wirkliche natürliche Milch, wenn, dann finden wir die nur noch, wenn wir sie direkt beim Bauern holen. Ja, das kann vorkommen, dass ein Biobauer, wenn ich direkt von der Kuh die Milch bekomme, dass die noch akzeptabel ist. Aber die übliche, bei uns übliche Milch ist als Nahrungsmittel schädlich und nicht förderlich. Und schon gar nicht, was das Calcium und die Knochen angeht. Gut, jetzt wissen wir das auch. Kommen wir, danke für den Tipp. Er kann vielleicht noch was dazu kommentieren. Das Thema Milch, ich bin da noch ein ganzes Stück... direkter, weil ich sage immer, wir sind das einzige lebendige Säugetier, was einem anderen Säugetier die Milch wegsäuft und das Kälbchen von der Mutter wegnimmt und es nicht an der Mutter lässt. Stell mal sich das einfach mal vor, man würde es mit unseren Kindern tun. Und im übertragenen Sinne tut man es ja sogar schon. Ja? Ja, man lässt die Mütter nicht mehr stillen und sonstige Dinge. Aber ich will da nicht so sehr in diese Tiefen gehen, weil diese Calciumlüge, die mit der Milch gerade ein ganz großes Fähnchen hat,
die ist sowas von schräg und daneben, dass den Menschen suggestiert werde, wie er sagte, es wäre gesund und wäre gut. Und genau das, er sagt ja, ist ja auch, genau, Manfred sagt, ist ja wirklich, ist genau krasse Gegenteil passiert. Und genauso ist es mit dem Calcium. Ist diese Calciumlüge gut für die Osteoporose? Dann nimmt man eine hübsche 20-jährige Fotomodell und lässt sie Wasser gluckern in der Flasche und sagt dann, das ist gut für ihre Osteoporose. Da kommt nicht ein Mikrogramm, noch nicht ein Nanogramm in irgendeiner Form davon an irgendeinen Knochen und klebt da ein Loch zu, was da vorher durch Osteoporose passiert ist. Entschuldigung. Wenn man im Körper in die Details geht, wie zum Beispiel die Mikrozirkulation in den Knochenbau, unter anderem für das Blutentstehen zuständig ist. Wie gesagt, ich bin halt, habe mich nur ziemlich tief dort eingearbeitet in die Thematik. Und wenn ich dort sehe, wie die Matrix oder Zellzwischengewebe oder wie man es nennt, vorher die Verantwortung hat, sauber, klar und funktionsfähig zu sein. Das ist ein schöner Spruch, eine lebenslange Hauptaufgabe im Körper. Jeder, es gibt für alles gibt's einen Spezialarzt. Ja, Hals, Nase, Ohren, ja, Darm, linker Fußzeh und wahrscheinlich brauchen wir demnächst noch einen Arzt für den Ringfinger, wenn ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber es gibt keinen Mensch, der sich eigentlich um diese Hauptfunktion kümmert, im Wirklichen, weil der Arzt müsste dann in der Ausbildung zum Beispiel im Detail Ernährung, Chemie, Physik und quasi die Funktionalität als Ganzes im Detail verstehen. Es gibt zu wenig Ärzte wie Manfred hier, der das jetzt wirklich von der ganzheitlich Seite betrachtet. Ganzheitlich betrachtet und einfach mal ein Stück zurückgeht und sagt, was machen wir denn gerade falsch? Und bei Calcium zum Beispiel, wenn ich jetzt die Anorganik, wir sagen dann organisches Calcium, ist ja eigentlich auch Blödsinn, weil es immer noch ein Metall am Ende des Tages. Wenn das aber die Pflanze aufnimmt, dann packt sie dieses Calcium als Päckchen in Aminosäuren oder in Zitrate. Und die kann der Körper problemlos aufspalten. Das geht ganz einfach. Und er kann jetzt sogar beide Teile, nämlich er kann das Calcium verwerten als Bodenstoff im Körper und er kann die Aminosäuren, die drumherum sind, die er aufgespalten, die er aufgebrochen hat, kann er auch benutzen. Deswegen nehme ich bis zu 95% aus einer gesunden, natürlich gezüchteten Portion Spinat mein Calcium wesentlich besser auf, bis zu 95%, wie wenn ich es aus einem Calciumsulfat oder aus einer Milch kriegen würde, wo ich vielleicht 5% oder 3% aufnehmen kann. Und dann noch Antioxidantien entstehen quasi und ich die dann quasi noch bekämpfen muss. Ja. Also ich hoffe, wir haben ein bisschen Klarheit geschaffen über diese ganzen Werbeirrtümer, die uns da im Kopf rumschweben und sehen, dass wir beim Wasser richtig sind, denn, wie gesagt, das ist ein Funktionsträger, das ist ein Transportmittel. Aber wir stehen immer noch vor dem Punkt, was ist eigentlich jetzt richtig sauberes Wasser und wie soll es sein? Was jetzt die Herren mitgebracht haben vor uns auf dem Tisch, sehen Sie so einen Aufbau. Ich beginne mal ganz da hinten, wenn die Kamera mir mal folgt. Ganz da am Ende steht ein ganz normales Leitungswasser. Osmosewasser. Was steht da drauf? Kann ich nicht lesen? Osmosewasser. Ah, ein Osmosewasser. Das heißt, das war Leitungswasser, wurde dann durch eine Osmoseanlage laufen lassen. Und jetzt messen wir wieder. Was hat es drin? Wir haben hier... Upsala. Jetzt hat es... Moment, es ist gerade umgeschaltet. Wir haben jetzt 18, 19 Mikrosiemens. Also ganz, ganz wenige. Ja, ganz wenig wieder. Teile. Jetzt haben wir daneben stehen, wir stellen das wieder nach vorne. Und wenn du es wieder nach vorne stellen kannst, Manfred, das Osmosewasser. Genau, dass wir nichts verwechseln. Und das Schild auch wieder. So, das Zweite, was wir jetzt probieren, haben die Zuschauer auch schon in den Sendungen gehört. Ein Wasser, was in Grönland ganz tief im Eis seit Zehntausenden von Jahren liegt, wird dort abgebaut, also das heißt, die Quelle wurde gefasst und oben wird das Wasser abgebaut, hat einen natürlichen pH-Wert von 9,38 und natürlich eine gewisse tolle Urstruktur, weil wenn das Wasser frei von elektromagnetischen Feldern, frei von Umweltbelastung da unterm Eis liegt, ist das natürlich toll. Wie sieht denn der Partikelbestand aus? Da sind wir bei 59 Mikrosiemens. Also etwas mehr jetzt, wie das Osmosewasser richtig, hatte. Aber immer noch mineralarm, also immer noch arm an leitfähigen Stoffen. Genau.
So, und jetzt haben wir da drei verschiedene stille Wässer, die Sie im Supermarkt kaufen können. Dann haben wir einmal das erste, ist ein deutsches Wasser, was Sie in Deutschland an jeder Tankstelle kriegen. Wir haben die Schilder natürlich weggemacht, aber viele Zuschauer kennen die Flaschen, sehen fast immer alle ähnlich aus. Wir wollten einfach mal schauen, ist es anders? Die beiden hier sind aus der Schweiz, das ist aus Frankreich. So, jetzt tun wir das auch, genau, da daneben. Hier sind wir bei 470 Mikrosiemens. Oh, das ist mal gleich ein heftiger Unterschied. Wir haben eben gehört, wir hatten 18, dann hatten wir ein paar an 50. Jetzt sind wir schon bereits über 400 bei diesem deutschen stillen Wasser. Jetzt nehmen wir das erste aus der Schweiz, was wir da haben. Machen da das Gleiche. Schauen wir uns die Schweizer Wasser mal an. Oh. 792. Okay, 792 Partikel, die leitfähig sind. Ja. Ist natürlich wirklich eine Riesenmenge. Jetzt schütte ich das mal ein. Eine Glasflasche, gell? Ja, eine Glasflasche. Da ist auch, wie gesagt, ein bekanntes Wasser drin, was wir überall kaufen können. Ui, was haben wir denn da? 1716. Kann man erkennen, jawohl. Okay, und jetzt zum guten Schluss nehmen wir noch das stille Wasser aus französischer Produktion, was auch weltweit zu kaufen ist. So, da haben wir 518. Super. Wunderbar. Also, jetzt haben wir gehört, die ganze Geschichte, wenn wir jetzt durchgehen, ganz, ganz wenig im Osmosewasser, relativ wenig im 938. Und dann tut sich das zwischen 500 und 1000, wie ist die Bezeichnung? 1780 Mikrosiemens. Mikrosiemens zeigt sich, dass also jetzt in dem Wasser zum Beispiel waren jetzt die meisten leitfähigen Partikel drin. Das heißt also, gerade ich gehe mal an das, wo die meisten drin waren, das wäre zum Ausleiten gänzlich ungeeignet. Keins der Wasser ist zum Ausleiten geeignet. Keines dieser Wässer ist zum Ausleiten geeignet. Außer den beiden hier. Außer den beiden hier. Ah ja, Entschuldigung, von denen hier. Keines der, außer diesen beiden. Also ja. Muss ich mich auch revidieren, liebe Zuschauer. Oftmals haben Sie von mir gehört, nehmen Sie klares Wasser, das ist gut zum Ausleiten. Was ich nicht wusste, dass mittlerweile so ein hoher Partikelanteil in diesen Wässern drin ist. Und zwar bis zu 1000 Mikrosiemens. Mikrosiemens, das heißt Stoffe, die leitend sind, also Metalle und Salze, die können leiten in so einem großen Anteil, dass das Wasser gar nichts mehr aufnehmen kann, weil es besättigt ist einfach durch die Partikel, die schon drin sind. Manfred, warum trinke ich dann so ein Wasser? Ja, weil die Werbung mir suggeriert, es sei ein gutes Wasser. Und aha, weil ich okay. Ja keine Kriterien habe, wonach ich es selber entscheiden kann. Aber der Siemens-Wert ist der objektivste Parameter. Mhm. Man kann natürlich weitere Tests durchführen. Da stellen wir dann fest, eventuell, dass diese bekannten, sogenannten guten Mineralwässer, die die Bevölkerung trinkt, um sich etwas Gutes zu tun, dass die eventuell Uran enthalten. Ja, da bin ich doch baff, oder? Das heißt, Uran ist ja ein Schmermetall und dazu noch richtig radioaktiv. Und ist eigentlich das Grundmaterial, um Kernkraftwerke zu beheizen oder um Kernwaffen herzustellen. Da brauche ich irgendwann Uran dazu. Das könnte, glaube ich, vielleicht aber nicht sagt ins Wasser. Ja, die Belastung wird aber immer höher, habe ich gesehen. Wir haben natürlich in bestimmten Regionen, wir haben ein natürliches Uran fast annähernd jedem Trinkwasser, was aus dem Hahn kommt, was aus der Erde kommt. Allerdings oft in solch geringen Mengen, wo die Dramatik jetzt nicht so groß wäre, dass man davon Angst haben muss. Das reicht nicht, um innerhalb eines menschlichen Lebens
Schaden anzurichten. Okay. Aber es gibt zwei Ausnahmesituationen, Fälle oder Ist-Situationen, die wir leider haben. Die eine ist, wir haben Regionen, zum Beispiel der Schwarzwald, da ist der Wert von dem Wasser, der ist, wenn man diesen Seifentest, den wir vorher gemacht haben, da sieht man relativ wenig, weil es ein sehr mineralarmes Wasser ist. Aber es ist hoch an uranhaltig, weil es eine uranhaltige Gegend ist, wesentlich höher wie im Durchschnitt. Und wir haben einen zweiten Punkt. Leider Gottes hat unsere Landwirtschaft durch die Phosphatdüngerei in den letzten Jahren, seit den 50er Jahren, seit 1950, wo das angefangen hat, man schätzt ungefähr 17.000 Tonnen auf deutsche Böden Uran geworfen. Also man düngt im Jahr zwischen 280 und 380.000 Tonnen. Und das ist hochinteressant. Und auch übrigens die Schweizer Regierung hat das bestätigt, das ganze Thema. Also auch da von der Seite her ist eine Bestätigung erfolgt zu dem. Und dieses Uran, was man in Verbindung mit dem Phosphatdüngemittel, was dort angebunden ist, sickert nun langsam in unsere Trinkwasserreservoirs. Und wenn man die durchschnittliche Sickerungszeit sieht, dann kommen wir jetzt so langsam in den Genuss und trinken dieses uranhaltige Wasser. Wobei das Wort also Genuss da mit Ausrufezeichen zu sehen ist. In Ausrufezeichen, das ist mal die eine Geschichte. Und dann kommt dazu, dass wir halt bestimmte Mineralwässersorten grundsätzlich mit einem hohen Urananteil bestückt sind, also leider Gottes auf eine ganz normale Weise, weil es eine uranhaltige Quelle ist, aber der Wasserversorger bzw. der Mineralwasserabfüller muss das nicht auf die Flasche schreiben, muss da keine Detailangaben machen und das ist leider Gottes zu unserem Nachteil. Die Kennzeichnungspflicht ist ja sowieso so eine hochdiskutierte Geschichte, auch in anderen Bereichen, was unsere Lebensmittel betrifft, was Genveränderungen in Lebensmitteln betrifft und so weiter. Vielleicht ergänze ich da noch, dass wir in Bichwil ja über 2 Jahre hin in etwa seit Fukushima, beziehungsweise kurz vor Fukushima und 2 Jahre danach, die Radioaktivität messen in der Luft. Und wir stellen fest, dass die sich seit Fukushima vermehrfacht hat. Also immer dann, wenn der Regen die Luft gereinigt hat, in Anführungsstrichen, haben wir weniger in der Luft. Immer dann, wenn ein Hochdruckgebiet längere Zeit bestand, über einige Wochen und kein Regen als Auswaschmittel zur Verfügung stand, steigt die Radioaktivität in der Luft erheblich an. Das heißt, der Regen hat die Funktion, die Luft von Radioaktivität zu befreien. Aber wohin denn, bitteschön? In die Erde und damit ins Grundwasser und damit auch ins Wasser, das wir trinken. Das heißt, irgendwann kommt der ganze Müll, den wir auf unsere Pflanzen laden, der in der Luft durch alle möglichen Ausgasungen ausgebracht wird, alles das geht zurück auf den Boden, geht in den Boden hinein, wir haben es dann in den Pflanzen drin und irgendwann logischerweise im Trinkwasser. Genau. Heißt, der Kreis schließt sich, den Dreck, den wir in die Luft bringen, dürfen wir irgendwann wieder selber aufnehmen. Ja. Naja, ob das dann so spaßig wird. Und jetzt im Umkehrschluss die ganze Situation, wenn ich das als einziges Rettungsinstrument, sage ich mal, habe ich ein funktionierendes Wasser. Ist gleich ein leeres Wasser. Wenn ich also jetzt ein leeres Wasser nehme und trinke das regelmäßig, ein sauberes, leeres Wasser, mit dem ich nicht noch zusätzlich weitere Stoffe hineinpacke, dann habe ich den Vorteil, dass ich zum Teil wenigstens diese Stoffe ad hoc in dem Moment, wo ich sie reingekriegt habe, wieder rauskriege. Wenn wir jetzt in den Wässern, würde ich gerne noch den zweiten Teil, diesen Seifentest, nochmal machen. Weil da haben wir ja in der letzten Sendung bei der Verbindung von dem Leitungswasser und dem normalen Osmosewasser, haben wir ja schon einen deutlichen Unterschied gesehen. Jetzt haben wir aber da ja das, was viele Menschen täglich kaufen, weil sie meinen, da haben sie noch ein besseres Wasser, als wenn sie Leitungswasser nehmen. Und vielleicht schauen wir uns dann da mal an, wie dort diese Seife reagiert. Wir machen vielleicht die Gläser alle so voll, dass sie gleich voll sind und tun dann noch mal so einen Tropfen oder zwei von dieser Seifenlösung hinein. Und dann lassen wir sie gerade immer vor der Flasche stehen und stellen das Schild vor, dass wir es auch mit der Kamera dann gut einfangen können. Und da haben wir es, das ist voll, stellen wir auch so hin. Und das kommt dahin, jawohl. Und das, kommt, da fehlt uns, glaube ich, der Zettel ist für beide, ne?
So müssen wir das machen. Das ist für beide, ja. Ja, und der ist für das hier und da haben wir die dahinter. Jetzt walten Sie Ihres Amtes. Bitte? Ja, dann. Fangen wir doch gleich hier wieder mit an. Da ist jetzt einer mehr reingegangen. Einer mehr reingegangen. Ich wollte es genau machen. So. So, jetzt haben wir das überall wieder eingebracht. Das heißt, die Seife geht in das Glas jetzt hinein und verbindet sich mit den ganzen Schwebestoffen, jawohl, die da im Wasser drin sind. Im Wesentlichen mit der Anorganik Kalk. Also das ist das Wesentliche, was man dort sieht. Mhm. Weil das ist ja jetzt kein diffiziler Labortest oder so, sondern das ist ja nur so ein Schnellnachweis, dass etwas drin ist. Unsere Zuschauer grübeln sich jetzt zu Tode vor dem Fernseher zu Hause und sagen, gut, jetzt weiß ich, dass ich alles Wasser nicht mehr trinken kann. Und jetzt? Das heißt, jetzt stehen wir natürlich vor einem Problem. Erstens, wie können unsere Zuschauer denn überhaupt feststellen, wenn jetzt einer wirklich vielleicht in seinem Haus einen Zulauf hat von einer Quelle, die direkt oberhalb von ihm aus dem Wald kommt, und man hat da irgendwann eine Leitung gelegt und das läuft in sein Haus. Hat er bestimmt ein relativ gutes Wasser, wenn er nicht auf Druck arbeiten muss, wenn die Quelle höher liegt und plätschert direkt bei ihm rein. Theoretisch, sage ich ja, theoretisch. Ein anderer lebt ganz normal in der Mitte einer großen Stadt, Zürich, Bern, St. Gallen, was auch immer. Und der Dritte lebt irgendwo zwar außerhalb, aber ist auch ans öffentliche Leitungsnetz angeschlossen. Und da sagt man ja, unser Wasser kommt direkt vom Gletscher. Jetzt denkt er natürlich auch, ui, direkt Gletscherwasser. Der zweite Teil unserer Sendung heute sollten wir den Zuschauern vielleicht rüberbringen. Wie können Sie denn überhaupt Ihr Wasser testen, welche Stoff und welche Qualität da drin ist, liebe Zuschauer? Und das erzählen wir Ihnen gleich nach der folgenden Werbepause. Aus den Tiefen des grönländischen Eises tritt ein Jahrtausende altes basisches Quellwasser aus eigener Kraft an die Oberfläche. Höchste Qualität und Reinheit stehen für 938. Bestellen Sie jetzt Ihr Premium-Quellwasser. So, wir sind wieder zurück nach unserer kurzen Werbeunterbrechung. Bei mir im Studio Dr. Manfred Döb, der Leiter des Gesundheitszentrums in Bichwil, der uns in dieser Triologie zur Verfügung steht für die Konsequenz auf das, was wir trinken. Was passiert da mit dem Körper? Welche Vor- und welche Nachteile haben irgendwelche Getränke? Und was brauchen wir eigentlich? Dann ist bei mir noch im Studio der Thomas Rachor. Thomas Rachor beschäftigt sich seit langen Jahren mit dem Thema Wasser überhaupt. Welches Wasser, wo kommt es her, was für Stoffe sind drin, was kann ich tun? Und in der dritten Sendung werden wir dann das Ergebnis präsentieren. Das heißt, was ist im Moment die beste Art und Weise, zu gesundem, zellgängigem, körpergerechtem Wasser zu kommen. Machen wir mal da weiter. Wir haben vor der Pause noch eingefüllt in die einzelnen Gläser zu den Wässern, die wir getestet haben. Ich wiederhole nochmal, ganz vorne am Tischende steht das Osmosewasser. Da haben wir hier die ersten Tropfen der Seifenlösung rein. Daneben steht ein sogenanntes basisches Wasser aus den Tiefen Grönlands, das 938 mit dem gleichen pH-Wert. Daneben in der grünen Flasche ein Mineralwasser, was in Deutschland sehr große Verbreitung findet. Zwei Wässer daneben hier in der Mitte, einmal in einer Glasflasche, einmal in einer großen PET-Flasche aus der Schweiz und ganz am Ende hier ein Mineralwasser aus Frankreich. Alle diese sind frei verkäuflich, alle Wässer sind ohne Kohlensäure. Und wir haben sie jetzt getestet. Jetzt komme ich wieder zurück zum Spezialisten. Wenn ich mir jetzt diese Gläser anschaue,
sieht es alles unterschiedlich aus. Also ganz vorne im Osmosewasser ist es wieder kaum eine Verfärbung. Also da sieht man auch, dass die Messergebnisse mit dem übereinstimmen. Da sind ganz wenige Partikel drin. Im 938 sind es schon etwas mehr. Aber wenn ich jetzt weiter rüber gehe, da gibt es die irresten Dinge. Wenn ich mir das Wasser da aus Deutschland anschaue, das ist fast ein Block, das ist fast wie Eis innen drin. Das ist sehr, sehr grau geworden. Dann die beiden Schweizer Wässer, da hat sich auch eine ganz große Eigenart ergeben. Wenn ich das erste mir anschaue in der viereckigen PET-Flasche, da sind so Schlieren und Strielen drin, als wenn das innerlich gefroren wäre. Daneben aus der Glasflasche habe ich unten einen richtigen Satz drin, als wenn sich sowas abgesetzt hätte. Und in dem französischen Wasser ist es auch so, als wenn das Ganze sich zu irgendeiner Masse vergillert. Was sagt mir das jetzt? Gar nichts. Es sagt wirklich absolut gar nichts aus. Es sagt lediglich aus, dass da drüben, wo es nicht sichtbar ist oder kaum sichtbar ist bei diesen zwei Wässern, dass die relativ mineral- oder stoffarm, sagen wir mal leitfähige Stoffe, arm sind. Das sind ja, ist ja erstmal, was wir hier getestet haben, nur die leitfähigen Stoffe. Und hier sind es jetzt im Wesentlichen, ist es der sogenannte Mineralanteil. Da sehen wir in erster Linie Kalk. In verschiedenster Form. So, das heißt, ob jetzt da ein Pilz entsteht oder ob das jetzt nach oben, unten sich absetzt oder nach links oder rechts, das sieht nur für das Auge schlimm aus, aber es bedeutet einfach, da ist zu viel drin. Mit dem Wasser kann ich mich nicht entgiften, kann ich mich nicht entschlacken, da habe ich keine Transportfähigkeit für meine Nährstoffe und dieses Wasser ist eben, weil es bereits vor dem, dass es in den Körper gekommen ist, angedockt hat mit was anderem. Das ist die Sichtbarmachung, ist es gesättigt und hat die Möglichkeit, an den Kapillarenden zum Beispiel nicht mehr auszudiffundieren und nicht mehr ins Gewebe zu gehen. Das ist die einfache Erklärung. Eine Erkenntnis aus den kreativen Pilzchen, die da drin entstehen, und das eine sieht dann aus wie ein Atompilz und das andere wie eine galertartige Masse und so weiter, kann ich nichts heraussehen. Also einzigste Aussage dazu heißt, es ist ein Haufen Zeug im Wasser drin. So ist es. Wie weiß ich denn jetzt, das könnte ich ja auch sagen, zum Doktor könnte ich sagen, ja mei, da ist halt ein bisschen Kram drin, aber das macht ja nichts. Es ist ja nichts gefährlich. Wie weiß ich denn, was im Wasser ist? Das, was drin ist, haben wir jetzt bewiesen. Jetzt kommt ja die nächste große Frage. Ja, was ist denn überhaupt drin? Medizinisch wollte ich noch anmerken, Seife ist ja ähnlich wie Gallensäuren. Das heißt, die Gallenflüssigkeit produziert im Dünndarm ja ähnliche Ergebnisse wie das, was wir hier sehen. Das heißt, dass die Wässer, die so galerte jetzt aussehen, lauter Schlieren enthalten, Ähnliches spielt sich dann durch die Gallenflüssigkeit in unserem Dünndarm ab. Das kann ja nicht gut sein, denke ich mal, oder? Das ist ja auch, Seife ist ja eigentlich alkalisch. Ja. Das bedeutet, wenn sie in ein Wasser hineinkommt als basisches Momentum und ich auf die Stoffe tritt, dann verbindet sich's und dadurch entstehen diese Färbungen. Ja. Also, aber wir wissen ja immer noch nicht, wie gefährlich ist jetzt das, was da drin ist. Ja. Weil es kann ja auch ein Stoff sein, der vielleicht mir gar nichts macht, der einfach halt da ist, gut, okay, ist er halt da. Wir können heute in der heutigen Zeit nicht mehr einzelne Stoffe rausfiltern. Auch die ganzen Filtermethoden, die dann sagen, wir nehmen 256 Stoffe raus, wir nehmen 328 Stoffe raus oder was auch immer da für Versprechungen gemacht werden. 98% aller Stoffe filtern wir oder raus. Es geht nicht. Wir müssen über einen ganz anderen Weg nachdenken. Bei geschätzten 6,8 Millionen petrochemischer Verbindungen kann ich nicht mehr sagen, ich will genau 6,8 und so weiter und 17, die vielleicht noch nicht erforscht sind, die lassen wir erstmal noch drin, das geht nicht. Also dieser Weg ist der falsche. Ich muss den Weg gehen und es ist nur über diesen Molekularfiltrationsweg machbar, alles raus, ein Wasser neutralisieren, wieder reines H2O draus machen. Ich sag mal in Anführungszeichen, sage ich immer, wie es der liebe Gott, wer auch immer, in welcher Form man den glaubt, genau, gemacht und gebaut hat, uns zur Verfügung gestellt hat, wie wir so herstellen. Gott sei Dank haben wir durch das Umkehren der Osmose, der Umkehrosmose diese Möglichkeit, also durch die Molekularfiltration, die auch sehr ausgereift ist, und dann mit ein bisschen Wissen und Cleverness es wieder so vitalisieren und herstellen, dass ich es wieder benutzen kann, dass ich es wieder als annäherndes Quellwasser oder als quasi in der Form eines Quellwassers Reines wieder habe. Wasser. Ich kann aber nicht hergehen und kann sagen, so, da ist jetzt zum Beispiel, da ist jetzt Kalk drin, da ist dieser Stoff drin, da ist dieser und dieser Stoff drin, die will ich draußen haben, weil ich kann ja die restlichen 6,79998
Millionen nicht identifizieren. Das geht ja nicht. Die Frage ist ja, was bei den bösen Dingen kann ich identifizieren? Ich kann natürlich jetzt aufwendige Tests machen und kann zum Beispiel Phenole, Weichmacher, Schwermetalle. Schwermetalle kann man mit einem Schnelltest machen. Habe ich hier in einem kleinen Labor dabei. Können wir vielleicht auch nochmal einen kleinen Test später dann machen. Das heißt, man kann Kurzanalysen und Schnelltests machen im Vorfeld. Man kann sie hochwendig in Laboren machen. Ich kann natürlich in Wasser durch einen Massenspektrometer oder durch andere hochteure Geräte laufen lassen und kann analysieren, was neben H2O noch drin ist. Aber das nützt mir ja nichts. Wenn ich weiß, was drin ist, heißt ja nicht, dass ich damit leben kann oder sonst. Sondern viele Menschen brauchen ja die Bestätigung. Wir wissen ja heute, das Fernsehen hat eine Funktion, es verkauft von morgens bis abends. Richtig. Irgendwann, ob das eine politische Meinung ist oder eine Einstellung oder ein Produkt. Also geht es mir darum, dass ich sage, also die, die wirklich genau wissen wollen, du hast eben schon angetönt, was ist wirklich in meinem Wasser drin? Die haben mehrere Möglichkeiten. Die eine ist, erstmal den Seifentest zu machen, das ist bestimmt die preiswerteste Geschichte, in die Apotheke gehen, dir so eine Seifenlösung zu holen und das dann zu Hause ins Wasser zu tropfen. So, dann ist die Möglichkeit, sich so ein kleines Messgerät zu kaufen. Das ist die zweite Möglichkeit. Gibt es über das Gesundheitszentrum in Sichwil. Genau, kann man sich dort besorgen und kann ab und an mal eine Stichprobe machen. So. Die dritte Möglichkeit wäre, man kann dann eben mit solchen Seifentests zwar genau das gleiche nachvollziehen wie wir hier und kann sagen, jawohl, da ist was drin, aber damit ist einem nicht geholfen letzten Endes. Das ist die zweite. Es geht ja darum, ob uns geholfen ist. Viele Menschen haben halt einfach Bücher und in den vielen Büchern steht drin, das ist schädlich im Wasser. Ja, richtig. Und da steht dann drin, dass wenn jetzt da zum Beispiel nur irgendwelche pflanzlichen Bestandteile drin sind, dass das nicht wäre, das würde der Körper selbst wieder ausscheiden. Ja, genau. Also, will ich wissen, ist jetzt in meinem Wasser Aluminium drin oder irgendein anderes Schwermetall oder nicht? Und wenn ich es wissen will, dann kann ich auch in dem Gesundheitszentrum in Bichwil, da können die 5 übelsten Schwermetalle können dort gemessen werden und die Anteile festgestellt. Da können Sie auch anrufen im Gesundheitszentrum, sich erkundigen, wie das ablaufen soll. Es soll relativ frisch sein, ich glaube innerhalb 24 Stunden nach der Entnahme soll es in der Untersuchung sein. Und die vierte Möglichkeit, die Sie haben, auch in der Apotheke gibt es einen irren großen. Testpreise liegen da zwischen 40 und 200 Franken, je nachdem wo und welchen Test Sie machen. Und da können Sie dann testen, das ist dann so eine Letanei. Und wie gesagt, nur gebe ich dem Thomas vollkommen recht, wenn Sie das dann zurückkriegen, haben Sie da 86 Worte draufstehen, die Sie noch nie in Ihrem Leben gehört haben, die irgendwelche Stoffe definieren, die Rückstände aus Arzneimitteln sein können, die Rückstände aus Pestiziden sein können, Fungizide, Herbizide, was alles auf die Äcker geschüttet wird. Das können Hormonrückstände sein aus der Tiermast, das können Hormonrückstände von all unseren Frauen sein, die die Antibabypille nehmen und natürlich über den Urin immer den Rest abgeben in die Kanalisation, irgendwann dann ins Grundwasser. Und das können natürlich metallische Verbindungen oder Schwermetalle sein, die aus unserer Industrie, aus Verbrennungsprozessen, aus allem Möglichen herauskommt, die wir jeden Tag in unseren ganzen Unternehmen machen und das dann auf irgendeinem Weg, entweder über die Luft und den Regen dann in den Boden gelangt oder aus der Fabrik direkt irgendwie mit dem Grundwasser in Berührung kommt. Das sind alles die Verschmutzer. Und wie gesagt, auch gebe ich dem Thomas vollkommen recht, wenn Sie es wissen, ist Ihnen damit noch nicht geholfen. Die Antwort ist nur ganz klar, das haben Sie, glaube ich, in den ganzen Tests jetzt gesehen, dass wir so viele Stoffe im Wasser haben, dass es wurscht ist, ob der Stoff 1, 16 oder 78 mir im Körper nicht gut tut. Entscheidend ist zu wissen, in allen Wässern, gleich ob wir sie im Supermarkt kaufen oder aus unserer Wasserleitung lassen, sind Dinge drin, die eigentlich nicht in unserem Körper gehören. Und jetzt muss natürlich der letzte Schritt erfolgen. Jetzt wissen wir alles, was nicht gut ist. Jetzt müssten wir mal anfangen, darüber nachzudenken, ja, was ist denn gut? Was kann ich denn eigentlich tun? Jetzt haben wir zumindest mal zwei Dinge gemacht. Wir haben erst mal definiert, dass es ein Wasser leer sein muss. Und wenn ich jetzt ein leeres Wasser habe, und wir haben vorhin das zum Beispiel mit verschiedenen anderen Produkten erklärt, der Manfred hat es ja auch im Rahmen der, wie es im Körper funktioniert, schon kurz erwähnt. Wenn ich also jetzt sehe, ich nehme Giftstoffe auf, egal mit Einatmen, mit Anfassen, mit Essen, mit Trinken, mit egal was, dann muss ich nicht auch noch ein Wasser haben, das vergiftet ist oder besetzt ist. Müsste ja noch nicht mal vergiftet sein. Es würde ja schon reichen, wenn ich nur Kalk drin hätte, würde es nicht mehr funktionieren. Also wenn Wasser komplett giftfrei wäre und schadstofffrei wäre, dann würde es mit Kalk nicht mehr im Körper funktionieren, weil Kalk bereits den Besatz erledigt.
Okay. So, jetzt muss ich sehen, jetzt habe ich, als ich bestehe, so 70% aus Wasser, circa 70%. Was wird dann wohl die Logik sein, wenn ich krank bin? Dass dieses Thema zu 70% an dem Wasserhaushalt erstmal liegt. Bevor ich irgendeine Medizin, irgendein Medikament, irgendein Hilfsmittel nehme, muss ich erstmal ans Milieu denken. Das ist das A und O. Kommen wir wieder zurück auf das Thema, Sie sind nicht krank, Sie sind durstig. Durstig, so. Weil die Zelle durstig ist, ein sauberes, gesundes Wasser braucht und dann abtransportieren, entgiften, entschlacken etc. Und dann kommt ja noch der andere Part, nämlich die Nährung, die Nährstoffversorgung, die kommt ja auch noch dazu. Okay. Ist ja, aber Wasser selbst ernährt uns nicht. Es ist kein Nahrungsmittel. Es ist ein reines Transportmittel. Wenn ich jetzt ein sauberes Wasser gebaut habe, also im wahrsten Sinn des Wortes, nämlich es wieder konstruiert habe, indem ich es gereinigt habe, und es ist ein aufwendiger Prozess. Also, wenn ich es jetzt genauso überlege unter uns, ne? Wie schizophren ist das? Das ist ja genau. Ich muss das reine Wasser, was letztendlich immer früher aus dem Boden kam, und ich kann mich erinnern, als Kind bestimmt im Wald rumgerannt, da gab es auch eine Quelle, mit der Hand hin, schwupp, getrunken. Ja. Müsste ich dann, wenn mein Junge noch sagt, dass du das heute noch machen sollst. Mittlerweile ist es so, dass man in den Fettgeweben der Eisbären in der Antarktis die Antibiotika und die Hormone nachweisen kann. Das heißt, wir haben es sogar geschafft, dass wir die Stoffe so diffizil designen im Herstellungsprozess, dass sie mitverdampfen. Wir alle haben noch in der Schule gelernt, wenn wir Wasser destillieren, haben wir reines H2O. Das hat uns unser Lehrer im Chemieunterricht beigebracht. Ja. Vergesse ich nie. Die Zeiten sind vorbei. Dieses Destillat, wir beraten auch zum Beispiel Herstellerfirmen von grad homöopathischen Mitteln und so weiter, die dann mit dem Doppeldestillat arbeiten. Und diese Leute wissen, dass sie nach einem Doppeldestillat immer noch nachweislich Substanzen finden im Wasser. Also man muss jetzt sich überlegen, zweimal destilliertes Wasser bedeutet immer noch irgendwelche Stoffe bei, weil wir das so designt haben, dass es mit verdampft in der kalten Region da drüben dann wieder als Schnee zum Boden sinkt, und wir können es im Fettgewebe eines Eisbären, der da drüben da können wir es wieder nachvollziehen. Und wenn wir diesen Kreislauf uns mal vor Augen nehmen, also mal richtig drüber nachdenken, dann ist die einzige Chance, um uns halbwegs sauber aus der Affäre momentan, ich weiß nicht, wie das in 20, 30, 50 Jahren ist, keine Ahnung, aber momentan ist es so, dass wir uns mit der einzigen Möglichkeit haben, möglichst viel sauberes und leeres Wasser zu trinken, also viel meine ich jetzt die Menge, die zu einem Menschen passt, kommt ein bisschen aufs Körpergewicht, auf die Größe und so weiter, also auf die Volumen an, und dann möglichst dieses andere Getränk, was uns normal schon satt macht vom Trinken, also Bier, Cola, Säfte etc., alles am besten weglassen, denn das automatisch erhöht eigentlich automatisch per Grundaussage schon mal das Lebensalter. Und jetzt kommt noch ein anderer Aspekt dazu. Man muss jetzt mal heute Kinder sehen. Wenn man weiß, dass ein Kind zum Beispiel im Schnitt zwischen 5 und 10 Mal so viel Substanzen aufnimmt, wie ein Erwachsener, weil es ja wächst. Es hat einen ganz anderen Umsatz von Nährstoffen, von Substanzen etc. Nimmt es natürlich logischerweise auch 5 bis 10 Mal mehr Schadstoffe auf. Das ist ja die Logik dabei. Und wenn ich jetzt heute einen älteren, alten Menschen, der heute 80 Jahre alt ist, sehe, der in den 30er Jahren geboren ist, dann wurde der in den 30er, in den 40er, in den 50er, sagen wir mal so in diesen Jahren, da war Krieg, da war Katastrophe in Europa, da war der vielleicht mangelernährt, weil er nur Pellkartoffeln und Quark gegessen hat. Aber dieser Mensch, genau dieser Mensch, hat in dieser Zeit kaum Schadstoffe abgekriegt. Weil diese Umweltverschmutzung gab es in diesem Kram noch nicht. Wir Menschen sind so verrückt, wir haben das in den letzten 50 Jahren geschaffen. Wir haben den Wasserschatz zu 90% kontaminiert in den letzten 50, 60 Jahren. Und wenn ich jetzt also dieses Resümee ziehe, nur mal in dieser Funktionalität, warum sauberes und leeres Wasser überhaupt sein muss, dann kann ich jetzt einem alten Menschen sagen, der hat wenigstens seine Kindheit in dem Zeitalter, wo sein Immunsystem aufgebaut und erstellt wurde, seine Organe gewachsen sind und wo er groß geworden ist, da hat er wenigstens noch sauber gelebt. Deswegen haben wir auch heute noch ein hohes Durchschnittsalter. Es ist übrigens bestätigt worden vor ein paar Wochen, dass das Durchschnittsalter jetzt definitiv wieder nach unten gehen wird. Das kann auch die Medizin nicht aufrechterhalten.
Denn es ist nicht die Medizin, die dieses Durchschnittsalter so hoch wachsen lässt, sondern es sind die Alten, die in diesen ersten 30 Jahren nichts abgekriegt haben. Genau. Ja, so, und jetzt kommen die Jungen. Und heute habe ich ein Kind, da brauche ich schon Spezialkinder, Kinderkrankenhäuser für dermatologische Probleme, ich brauche Spezialkinderkrankenhäuser für neurologische Thematiken. Und der Manfred wird es bestätigen können, wir haben mittlerweile so viel Spezial, und bei kleinen Kindern schon, die schon krank sind, brauchen wir uns nicht zu wundern, wie alt die werden. Nee, und auch ist ja die große Frage, wie leistungsfähig werden die dann, ne? Ja, mein Leben ist ja mal das eine. Die Frage ist ja, was kann ich machen mit meinem Leben? Genau. Ne? Und wenn ich dann gerade noch schaffe zu überleben, dann ist dann aber von Leistungsgesellschaft kann man da nicht mehr sprechen, die einfach nicht mehr in der Lage sind, Leistungen zu erbringen, weil sie, wie gesagt, die ganze Basis nicht mehr haben. Und aus medizinischer Sicht kann man auch die Fettleibigkeit dem zuordnen. Das heißt, 60% der Amerikaner oder mehr, auch bei uns nicht viel anders. Und vor allen Dingen und leider auch schon 40% der Kinder haben Übergewicht. Bauchfett oder Hüftfett. Wozu braucht der Körper denn dieses Fett? Er braucht es als Mülldepot für Kohlenwasserstoffe und Metalle. Aus der Sicht dieser Betrachtungsweise können wir es auch gar nicht verantworten, diejenigen jetzt dazu zu bringen, ihr Fett zu verlieren. Jedenfalls nicht in kurzer Zeit, denn dann gehen die Schadstoffe im Fett ins Blut und derjenige wird krank. Aha, das heißt diese Radikal, wir sehen ja auch jeden Tag eine neue Werbung mit Body Fit und Body Schlank und Body noch besser. Trink das und mach das und tu das und du nimmst innerhalb von einem Monat kannst 20 Kilo abnehmen. Das wäre dann eine überhaupt schlechte Lösung für den Körper, weil das Fett nimmt dann nicht die Schadstoffe gleich mit raus, sondern die bleiben dann drin und das Fett verschwindet. Wir könnten das Fett absaugen. Das wäre eine Möglichkeit, um auch Schadstoffe mit abzusaugen. Wenn der Körper aber dazu gebracht wird, durch eine niedrigkalorische Diät oder wie auch immer, das Fett selber abzubauen, baut er gleichzeitig die Schadstoffe mit ab und sie gehen in die Lymphe und ins Blut. Und dort kann der Körper damit noch viel weniger anfangen als im Fett. Das heißt, die Übergewichtigen sollten bitte übergewichtig bleiben, damit sie nicht sich selber vergiften. Ist das nicht alles paradox? Also wirklich, es ist eine irre Welt, die mittlerweile kann ich gar nichts mehr sagen. Früher hast du gesagt, Mensch, mach da mal eine Diät, dass du ein bisschen schlanker wirst, deine Knochen nicht so belastet werden. Heute muss ich sagen, du pass auf, wenn du schlanker wirst, bin ich krank, weil der ganze Dreck muss irgendwo hin. Kann ich nicht ohne medizinische Begleitung machen. Und die Krux ist bei der ganzen Sache, ist immer, es fängt dummerweise bei dem Wasser an. Es gibt so eine alte Regel, drei Minuten ohne Luft bist du tot, drei Tage ohne Wasser bist du tot. Und dann hast du halt einfach im Umkehrschluss Wochen ohne Nahrung. Es wird die ganze Tag, morgens bis abends Werbung gemacht über Ernährung, Nahrung und dies und das und jenes. Aber kein Mensch geht her und denkt über diesen Grundstoff Wasser nach. Ja, er ist für uns halt ein Mittel, wenn es seine Funktionalität im Körper einfach nur, in Einsatz gebracht wird. Absolut. Wir gehen her und wie gesagt, ich sage es halt immer wieder ganz spitz und zynisch, wir gehen lieber her und setzen uns abends statt mit einem sauberen, leeren Wasser auf die Veranda mit einem Glas Rotwein, weil wir können es uns ja leisten. Das ist die größte Krux überhaupt schlechthin. Genau, eigentlich sollten wir Wasser als eines der besten und grundlegendsten Mitteln für unsere Gesundheit nach vorne fahren. Also, jetzt hast du mir erzählt in unserem Vorgespräch, es gibt auch noch eine zweite Möglichkeit, sichtbar zu machen, wie die Qualität vom Wasser ist. Du hattest von einem Tee-Test gesprochen. Genau. Was muss ich mir denn unter einem Tee-Test vorstellen? Es ist eigentlich im Prinzip eine Möglichkeit, wenn der Anwender zu Hause ein sauberes und ein oder nicht sauberes Wasser zur Verfügung hat, also zwei verschiedene Wässer, dass er sich in diesen beiden Wässern, am besten in Glas, einfach wasserwarm macht jeweils und dann im Prinzip mit einem ganz einfachen Tee, so einem ganz normalen Beuteltee, wenn man den im Supermarkt zu kaufen kriegt, einfach den Tee reinpackt. Also ich sage jetzt mal, wir haben da hinten Osmosewasser, ein ganz sehr sauberes Wasser. Richtig. Er nimmt so ein Glas, nimmt ein Glas Leitungswasser ganz normal, erwärmt beide
und schmeißt in jedes einfach einen Teebeutel rein und schaut zu, was passiert. Und zwar üblicherweise ist es ja so, dass man einen Tee nach 5 Minuten, maximal 5 Minuten ziehen, dann rausnimmt, weil der wird ja bitter. Was jetzt aber in Wirklichkeit passiert ist, ein Tee wird nur deswegen bitter, weil die Gerbstoffe und die Teine und Inhaltsstoffe des Tees sich natürlich mit diesen ganzen Inhaltsstoffen des Wassers korrodieren, verbinden, chemische Reaktionen erzeugen. Manchmal gibt es sogar oben auf dem Tee so einen richtigen Schmierfilm. Man kann also richtig so eine... Wie so ein Fettfilm sieht das aus, ja. Sieht man das aus. Wenn man das in einem sauberen Quellwasser oder in einem, in dem Fall, gereinigten Wasser macht, hat man natürlich diesen Film nicht. Und er wird auch nie bitter. Aha. Wir haben das, glaube ich, ich darf das hier von der Seite mir mal nehmen. Wir stellen das jetzt einfach mal nach vorne. Das tun wir jetzt zur Seite rücken etwas hier. Die Wässer. So, und das schieben wir nach drüben. Jetzt stellen wir einfach diese beiden Gläser da mal hin. Das steht jetzt seit heute Morgen da, also vier, fünf Stunden steht es da schon. Und jetzt sehen wir da ein Glas, was ganz, ganz dunkel geworden ist. Von Ihrer Seite, Zuschauer, das linke. Und das rechte Glas ist wesentlich klarer und heller. Also wenn ich jetzt einen mir auswählen dürfte, würde ich den linken Tee trinken. Obwohl ich jetzt nicht weiß, wo welches Wasser drin ist. Aber der ist mal irgendwie sympathischer. Von uns aus gesehen der Linke. Von uns aus gesehen der Linke, ja. Ja. Also von den Zuschauern aus gesehen der Rechte, das hellere Glas. Wenn man so schräg drauf schaut, kann man auf diesem Glas hier, kann man sogar diesen Ölfilm leicht sehen. Also ich weiß nicht, ob es die Kamera erfassen kann. Wenn wir ganz nah an die Oberfläche des Wassers herangehen. Wahrscheinlich nicht, aber einen ganz leichten Film haben wir drauf. Und wenn man jetzt einfach, leider Gottes kann die Kamera auch nicht riechen, aber... Ich habe nämlich vorhin schon mal gerochen. Okay. Dieser Tee, der riecht. Und dieser Tee riecht Schwarztee, ne? Ja, der riecht wesentlich weniger. So. Ja. Das ist ja verrückt. Obwohl das viel dunkler ist, würde eigentlich der Laie jetzt annehmen, dass da viel mehr Wirkstoffe drin sind, müsste eigentlich auch stärker riechen, würde man aber was denken. Ja, aber die Aromen werden bei dem schlechten Tee überlagert vom Geruch oder sagen wir lieber Gestank der Schadstoffe, während die Aromen hier zur Wirkung kommen können. Riecht ganz extrem, riecht richtig stark. Genau, und der riecht wunderbar und der riecht überhaupt nicht. Riecht so gut wie gar nichts, ja. Und das sind zum Beispiel so Sachen, die kann eine Person zu Hause einfach am Küchentisch einfach nachvollziehen, unter der Voraussetzung, man hat die zwei verschiedenen Wässer zu haben. Okay, bedeutet aber auch in der Konsequenz, dass wirklich Menschen, die gerne Tee trinken, die können eigentlich den Tee mit dem normalen Leitungswasser überhaupt nicht genießen, weil es eigentlich dann das Ergebnis ist, was wir da in dem linken Glas haben, dieses nicht aromatische, dunkle Gebräu, ein Schmierfilm noch drauf. Tee ist ein Testmittel, Wasser und Seife haben wir jetzt, wie sich das verändert, wie das aussieht, da oben ist auch so ein seltsamer Schmierfilm drauf, siehst du das da? Ja. Ist auch so, als wenn da irgendwelche Öle drin wären oder irgendwas. Heißt, jetzt muss ich ja dran gehen und muss anfangen, mir zu überlegen, was kann ich denn überhaupt tun? Und jetzt kommt ja noch ein Faktor dazu. Wir haben es eben schon mal kurz angesprochen, Kleinkinder, Säuglinge. Der Säugling ist ja noch viel, viel abhängiger von der Geschichte. Erstens, was die Mutter trinkt, kriegt er über die Muttermilch mit. Und zweitens, dann wissen wir ja schon, den Müttern wird immer gesagt, immer früher stillen aufhören, obwohl die Hebamme uns immer gesagt hat, mindestens ein halbes Jahr ist Grundvoraussetzung für ein gesundes Kind. Und dann kriegen wir ja erzählt, wir können diese ganzen tollen Pülferchen kaufen und in Milch oder Wasser einfach hineinrühren, dann ist das alles wunderbar. Jetzt weiß die Mutter auch letztendlich, was sie ihrem Kind jetzt mit dem Wasser da alles gibt, wenn sie da die Babynahrung anrührt in normalem Wasser. Und meistens nehmen ja die Mütter sogar dann das Wasser von zu Hause mit, weil sie denken, da ist es besser. Köcheln es dann irgendwo auf im Hotel in diesen Dingern drin, tun dort dann die Babynahrung reinrühren. Und dann in die Mikrowelle. Kind. Oh, ja, da haben wir vielleicht auch gleich nochmal einen Punkt, das Thema des Erhitzens des Wassers. Wir haben ja heute in den Häusern überall eingebaut und dann auch noch sehr sinnig, muss ich auch gleich dazu sagen, auf Augenhöhe ist die Mikrowelle dann vor dir eingebaut. Dann haben wir das Thema Induktionskochfeld, das ist die eine Geschichte, oder Serrankochfeld, die andere Geschichte. Und dann gibt es den Gasherd. So, das ist so das, was wir heute in den Haushalten vorfinden. Fangen wir an. Wasser erhitzt auf dem Gasherd.
Naja, ist akzeptabel, durchaus, ja. Okay, dann haben wir das Saranfeld. Ja, da findet schon eine Induktion statt, ist weniger akzeptabel. Dann haben wir das Induktionsfeld. Übel, da findet eine negative Informationsübertragung beim Erwärmen statt. Das heißt, das Wasser wird gleich gekillt, wenn es erwärmt wird? Ja. Und was macht die Mikrowelle? Ja, die macht aus dem Wasser ein Gebräu, das man wirklich nicht mehr lebenswert nennen kann. Also ganz schlecht Wasser in der Mikrowelle. Wir sind ja heute so, ach, schnell und fix muss es gehen. Das heißt, ich stelle die Tasse in die Mikrowelle, drücke drauf, gehe raus, schmeiße Teebeutel rein, bis ich im Wohnzimmer bin, ich alles fertig und dann kann ich meinen Tee trinken. Ja, also was an Vitalität, an Od, europäisch gesagt, an Biophotonenabstrahlung drin war, ist alles tot. So, liebe Zuschauer, unsere Sendezeit geht zum Ende. Jetzt haben Sie in den ersten beiden Folgen gesehen, wo die Problematiken mit Wasser liegen. Wir haben das auch extra so breit gemacht und haben sowohl den Thomas als auch den Manfred immer wieder die Dinge definieren lassen, dass Sie endlich mal eine Folge von Informationen haben, mit denen Sie was anfangen können. Ich freue mich schon auf die dritte Folge. In der Folge geht es jetzt darum, was kann ich tun? Wie kann ich mein Wasser so aufbereiten oder welches Wasser kann ich verwenden, dass es meinem Körper gut tut, dass es seine Grundfunktion erfüllt und dass ich auch bedenkenlos dieses Wasser meinem Kind oder meinem Tier, meinen Pflanzen geben kann und so weiter. Freuen Sie sich mit mir auf den dritten Teil und Ihnen nun einen schönen Abend und eine gute Nacht. Die Sendung wurde Ihnen präsentiert von Swiss Harmony, Ihr Hausharmonisierer.